Schalke-Fans, HJK Speedway Video begrüßt Sie recht herzlich zum 42. Speedway Einzelweltfinale, was hier im Slaznyj-Stadion in Polen ausgefahren wird. Ja gut, anderthalb Stunden vor dem Rennen sind die Tribünen noch nicht groß gefüllt, aber ich kann Ihnen sagen, eine halbe Stunde bevor die Fahrer dann einmarschierten, waren gut 80.000 bis 90.000 Zuschauer in diesem Riesenstadion. Ja, hier unten sehen wir einmal Calvin Tatin. Er geht die Bahn nochmal ab und er probierte nochmal, suchte natürlich dann wiederum die besten Startmöglichkeiten. Aber das machen alle Fahrer und wir kommen somit einmal zur Fahrervorstellung. Hier sehen Sie die Maschinen aufgereiht, Maschine neben Maschine, abgenommen für das 42. Speedway Einzelweltfinale. So, die Fahrer kamen auf Oldtimern, wurden sie in das Stadion eingefahren und sie wurden mit einem herzlichen Applaus, mit einer tollen Fanfare, wurden sie hier in diesem wunderbaren Stadion. Es passen ja insgesamt in dieses Stadion 120.000 Zuschauer. Es war also knapp mit 80.000 bis 90.000 Zuschauern nicht ganz gefüllt. Aber wir machen somit erstmal die Fahrervorstellung mit der Startnummer 1 aus Schweden, Jimmy Nielsen. Sein erstes Weltfinale, Nummer 2, der nicht ganz so freundliche Carly Meyer, muss man gleich dabei sagen. Mit Platz 16 schloss er letztes Jahr beim Speedway-Weltfinale in Bradford ab. Dann kommen wir zu Amado Castagna, 21 Jahre ist er, fährt für Kings Lynn und Italien. Auf Platz 13 schloss er letztes Jahr ab. Zum ersten Mal im Weltfinale anwesend, Neil Ibbitz, er fährt für Bradford in England und für das englische Team. Dritter bei der Teamweltmeisterschaften 1986. Dann kommen wir zu einem der Vorausfavoriten, Hans Nielsen. Letztes Jahr und davor das Jahr schloss er auf einen zweiten Platz ab. Sein siebtes Weltfinale ist es insgesamt. Fünfmal wurde er schon Teamweltmeister und dieses Jahr wurde er schon Paarweltmeister, genauso wie Teamweltmeister. 1986, wie gesagt, Team- und Paarweltmeister. Sam Ermolenko, überraschenderweise letztes Jahr Platz 3 belegte er in England. 25 Jahre ist er alt. Bei der Einzelweltmeisterschaft, wie gesagt, einmal Dritter. Bei der Teamweltmeisterschaft dieses Jahr Vize-Weltmeister und ebenfalls Vize-Weltmeister im Paarfahren. Mit Schira aus Redding. Sein drittes Weltfinale ist es. Er ist 28 Jahre alt. Seine beste Platzierung war Platz Nummer 8. In welchem Weltfinale kann ich sagen? Und das ist der amtierende Einzelweltmeister sowie der amtierende Teamweltmeister sowie der amtierende Paarweltmeister aus Dänemark, Erik Gundersen. Ja, er wird natürlich heute versuchen, seinen Titel zum dritten Mal zu verteidigen. Es wird natürlich schwer. Dann kommen wir zum kontinentalen Fahrer Antonin Kaspar, der sich ja in Wiener Neustadt für dieses Weltfinale qualifizieren konnte. Für ihn ist es das zweite Weltfinale. Beim Paar-Weltfinale belegte er dieses Jahr den dritten Platz. Ein weiterer Favorit, Tommy Knudsen aus Dänemark. Platz 6 letztes Jahr, sein drittes Weltfinale und bestes Ergebnis waren 1981 der dritte Platz hinter Bruce Pennold, Ole Olsen. Dann kommen wir zum dänischen Fahrer Jano Pedersen. Tja, wie er einzuschätzen ist, wissen wir eigentlich alle gar nicht. Er hat im Interconti nicht gerade überraschend überzeugend gefahren. Bei der Teamweltmeisterschaft war er mit der Besten. Okay. Ja, hier hatten wir Calvin Tatin. Ganz groß, hello Mom and Dad, hat er gesagt, grüßte seine Eltern, mit denen wir am Vorabend ein langes Gespräch hatten. Und er ist sehr zuversichtlich in dieses Rennen gegangen. Genauso wie dieser Mann, er wurde zwar hier im Stadion stark ausgepfiffen, Viktor Kuznetsov aus der Sowjetunion. 38 Jahre ist dieser Fahrer schon alt und jetzt ist sein zweites Weltfinale. Dann kommen wir zu Marvin Cox, sein allererstes Weltfinale. Er konnte ja Jan Andersen in Bradford auf den Reserveplatz verdrängen. Er ist zwar stark müde, aber wir hoffen, dass er dafür starke Läufe hinlegt. Ja, Jan Andersen ist leider nicht angetreten hier zum Weltfinale. Dieses ist natürlich mit der Startnummer 15 Richard Dolomisiewicz, der als gesetzter polnischer Fahrer natürlich in dieses Weltfinale kam. Dann als letzter Fahrer aus dem 16-Mann starken Feld Chris Morden aus England, sein drittes Weltfinale. Einmal Teamweltmeister und einmal Paarweltmeister geworden. Ja, die Pfiffe gelten natürlich hier dem Fahrer aus der Sowjetunion. Ja, welcher Fahrer dieses jetzt war, können wir nicht genau sagen. Mit der Startnummer 18 Reservefahrer Petra Wandirek aus der Tschechoslowakei. Welcher polnische Fahrer noch hier ins Weltfinale eingesetzt wurde, können wir nicht genau sagen, da ja Jan Andersen nicht an den Start kam.
Ja, und die Fahrervorstellung wurde gehalten. Wir machen noch mal einen Rundschwenk und Sie sehen, dass sich das Stadion doch schon gefüllt hat. Es war jetzt noch, ja, jetzt ist circa 10 Minuten vor Beginn des Rennens und Sie können sehen, das ganze Stadion bestand nur aus Sitzplätzen. Und wir hatten oben auf der Pressetribüne, wo wir jetzt langfahren, einen hervorragenden Sitzplatz mit dem Fernseher aus der Tschechoslowakei, aus Polen und mit Jorgen Doscheus aus Dänemark haben wir uns wieder hervorragend verstanden, sodass wir schon vorher überzeugt waren, einen optimalen Film herzustellen. Ja, die polnischen Fans, sie waren schon angetan. Überhaupt, dass ein Fahrer von ihnen, er wird ja gesetzt, in diesem Weltfinale reinkam. Ja, die Fahrer wurden dann in diesen Oldmobiles dann wieder zurückgefahren. Und wir kommen somit zum Heat Nummer 1. Zum ersten Lauf der Speedway 1 Weltmeisterschaft. In Rot Jimmy Nielsen, in Blau Karl Mayer, in Weiß Castagna und in Gelb Neil Evans. Der kommt am besten weg. Mit Rot bleibt innen Jimmy Nielsen, Karl Mayer außen auf den dritten. Er zieht er nochmal lang. Mit Weiß ist es Castagna auf den zweiten Platz. Oh, Karl Mayer fällt ganz weit zurück. Auf den dritten Platz geht's vorgefahren Neil Evans. Das heißt, auf den dritten Platz ist jetzt Castagna und auf den zweiten Platz Neil Evans. Karli Mayer auf den vierten Platz zurückgefallen. Ja, da haben sie ihn natürlich, ich hätte bald gesagt, in die Zange genommen, aber er war ja außen. Aber Castagna ließ sich etwas nach außen treiben. In Führung aber weiterhin Jimmy Nielsen, der 18-jährige Fahrer aus Schweden, der ja zum ersten Mal überhaupt an einem Weltfinale teilnimmt. Dann insgesamt 20 Jahre ist er alt, wenn schon müssen wir auch dabei sein. Er fährt in der englischen Liga. Und natürlich auch für das schwedische Team. Er war mit einer der Überraschungen im schwedischen Team, die ja zwar abgestiegen sind aus der Gruppe beim Weltfinale, beim Team-Weltfinale, aber sensationell beim ersten Meeting ja den zweiten Platz belegen. Ja, wir sind nun schon in der letzten Runde und immer noch in Führung. Jetzt schon auf der Zielgeraden Jimmy Nielsen, der somit in seinem ersten Weltfinale gleich drei sichere Punkte nach Hause fährt. Auf Platz 2 ist geblieben Neil Evans aus England, 2 Punkte für ihn. Dann 1 Punkt für Amado Castagna und 0 Punkte Karli Mayer, der es nicht mehr geschafft hat, Amado Castagna auf den letzten Platz zu verdrängen. Ja, das war gleich wieder ein schwacher Start von Karli Mayer, aber wie gesagt, schon vor dem Rennen, er war überhaupt nicht davon überzeugt, er hatte so eine depressive Einstellung zu diesem Sport, so. Das war für uns eigentlich unverständlich. Kommen wir zum Lauf Nummer 2. Mit Rot Hans Nielsen, mit Blau mit Schira, mit Weiß Sam Ermolenko und mit Gelb Erik Gundersen. Und die Experten sagten alle schon, dass dieser Lauf der entscheidende wäre. Denn hier treffen aufeinander der amtierende Weltmeister Erik Gundersen in Gelb, der Vize-Weltmeister Hans Nielsen in Rot und der drittplatzierte Sam Ermolenko. Wer kommt am besten weg? Hans Nielsen bleibt sehr schön in. Sie drängen ihn nach innen, der kommt fast ins Innenfeld und Erik Gundersen mit Gelb auf den ersten Platz ist davor gefahren. Auf den zweiten Platz Hans Nielsen, dritter Platz Sam Ermolenko. Das ist ja genau der Einlauf aus dem letzten Jahr. Das war ein schwerer Fahrfehler von Hans Nielsen. Oh, Hans Nielsen, jetzt werden natürlich schon wieder seine Nerven angegriffen. Wiederum in einem der äußerst wichtigsten Rennen, Erik Gundersen vor ihm. Auf den dritten Platz dann Sam Ermolenko, der Fahrer aus der USA. Und abgeschlagen schon auf den letzten Platz mit Schira aus Neuseeland. Ah, Erik Gundersen schon vorweg, er war ziemlich locker. Er hat das Ganze sehr locker gesehen. Er versprach sich von dieser Bahn, die ihm eigentlich sehr gut lag. Denn man konnte sie innen sowie außen fahren. Sie lag ihm besonders gut. Hans Nielsen, ein sehr ruhiger, in sich gekehrter Mann, der immer wieder in der britischen Liga beim Punktedurchschnitt klar führt. Aber wenn es drauf ankommt, gegen Erik Gundersen meistens unterliegt. Und so geht es über die Zielgerade und somit 3 Punkte für den amtierenden, noch amtierenden Weltmeister Erik Gundersen, 2 Punkte für den Vize-Weltmeister Hans Nielsen, 1 Punkt für den letztjährigen drittplatzierten Sam Ermolenko und ohne Punkte mit Schira Neuseeland. Ja, jetzt sind wir natürlich gespannt, wie Erik Gundersen und Hans Nielsen ihre nächsten Läufe abschneiden. Wie gesagt, die Experten tippten, dass dieses der alles entscheidende Lauf ist. Denn Gundersen und Nielsen würden wohl ihre nächsten Läufe alle gewinnen. Zum Lauf Nummer 3. Es geht weiter mit Rot, Tommy Knudsen, Blau, Jano Pedersen, Weiß, Antonin Kaspar und Gelb, Calvin Tate. Mit Rot geht in Führung Tommy Knudsen und mit Blau auf den zweiten Platz, der jetzt gerade aufschließt und auf den ersten Platz vorfährt. Mit Blau, Jano Pedersen vor Tommy Knudsen
auf den dritten Platz mit Gelb Calvin Tatum und auf den letzten Platz Antonin Kaspar. Jano Pedersen, oh, hervorragend, wie er sich hier in diesem Lauf in der ersten Kurve gleich außen an Tommy Knutzen vorbei. Oh, da schwerer Fahrfehler von Tommy Knutzen. Dieses nutzt natürlich Calvin Tatum sofort aus. Der englische Fahrer, der letztes Jahr einen achten Platz belegte im Weltfinale. Da war er ja nur einzigster englischer Vertreter. Und jetzt liegt er hier auf dem zweiten Platz. Auch er fährt ja in Coventry. Ich hätte bald gesagt, in der englischen Liga, aber das wissen wir ja alle. In Führung aber weiterhin Jano Pedersen, sein Vorsprung ist riesengroß. Tommy Knutzen muss aufpassen, dass die noch Antonin Kaspar an ihm vorbeikommt. Und so geht es dann auf die Zielgerade. Und 3 Punkte für den nur 1,58 Meter großen Jano Pedersen und Calvin Tatum. Er wird hier noch, er wird Zweiter, bekommt 2 Punkte. Tommy Knutzen 1 Punkt und ohne Punkte Antonin Kaspar, der noch versuchte, Tommy Knutzen anzugreifen, ihn aber auf der Zielgerade nicht mehr einholte. Ja, und nun kommen wir zum Heat Nummer 4 und zum ersten Mal ist der fast unaussprechliche Name am Start, Richard Dolomisiewicz. Es war ein Zungensprecher, er wird hier in Polen wieder noch wesentlich anders gesprochen. Dolomisiewicz geht das, aber das kriegen wir nicht alle so schnell hin. Und so bleibt es dabei. Richard Dolomisiewicz, Marvin Cox in Blau, Chris Morton Weiß, Viktor Kuznetsov Gelb. Diese 4 Fahrer bestreiten Heat Nummer 4. Und Viktor Kuznetsov, letztes Jahr belegte er einen 15. Platz. Hat hervorragendes Maschinenmaterial bekommen von Erich Bayer. Und der Start ist erfolgt. Er kommt am besten weg mit Rot. Ist das Richard Dolomisiewicz, der auf den 2. Jetzt fällt er aber auf den 3. Platz zurück in Führung mit Gelb. Viktor Kuznetsov in Führung. Auf den 2. Platz mit Rot Dolomisiewicz. Auf den 3. Platz mit Weiß Chris Morden. Der natürlich alles versucht, Richard Dolomisiewicz auf den 2. Platz zurückzubringen. Hier bleibt er weiter in Chris Morden. Kommt aber etwas nach außen hin. Hätte fast das Hinterrad von Dolomisiewicz berührt. Und jetzt zieht er außen dran vorbei auf gleicher Höhe. Und diesen Fahrstil, den kennen wir ja von Chris Morden. Hervorragend, wie er jetzt außen an Dolomisiewicz vorbeigezogen ist. In Führung aber weiter in Viktor Kuznetsov. Riesenvorsprung, trotz der Startnummer 13, die er hat. Aber der Erich Bayer, er hat natürlich wieder hundertprozentige Maschinen für ihn hingeflogen. Und er war von den kontinentalen Fahrern eigentlich der Top-Favorit, da er schon in Wiener Neustadt hervorragendes Speedway gezeigt hat. Ja, mit Rot. Jetzt muss natürlich Dolomisiewicz aufpassen, dass nicht auch noch Marvin Cox an ihm vorbeigeht. Es wird natürlich schwierig für den Marvin. Aber Zielanlauf im Heat Nummer 4. 3 Punkte für Viktor Kuznetsov aus der UdSSR. 2 Punkte Chris Morton, England. 1 Punkt für Richard Dolomisiewicz und ohne Punkte Marvin Cox aus England. Tja, dann machen wir einmal so eine kleine Punktübersicht nach 4 Läufen. Gewonnen haben bis jetzt Jimmy Nielsen, 3 Punkte, Erik Gunnarsson, 3 Punkte, Jano Pedersen, 3 Punkte, Viktor Kuznetsov, 3 Punkte, 2 Punkte schreiben Chris Morden, Calvin Tatum, Hans Nielsen, Neil Iwitz. 1 Punkt schreiben Amado Castagna, Sam Ermolenko, Tommy Knutzen, Richard Dolomisiewicz. Ohne Punkte sind Marvin Cox, Antonin Kaspar, Mitch Schira, Carly Meyer. Ja, jetzt sind wir natürlich gespannt. Gleich im Heat Nummer 5 ist wiederum Viktor Kuznetsov am Start. Und hier muss er antreten gegen Hans Nielsen. Und das ist natürlich ziemlich schwierig. Jimmy Nielsen ist auch mit dabei. Das heißt also, Viktor Kuznetsov schrieb im ersten Lauf 3 Punkte, Jimmy Nielsen 3 Punkte, Hans Nielsen 2 Punkte und Antonin Kaspar blieb in seinem ersten Audi-Jahr auf den letzten Platz 0 Punkte. Lassen wir uns überraschen, wie der junge Schwede Jimmy Nielsen, der ja in Blau startet. Ich gebe ihm die Startaufstellung nochmal. Mit Rot Viktor Kuznetsov, mit Blau Jimmy Nielsen, mit Weiß Hans Nielsen, mit Gelb Antonin Kaspar. Wer kommt am besten weg? Mit Weiß Hans Nielsen auf den 1. Platz, auf dem 2. Platz Jimmy Nielsen. 3. Viktor Kuznetsov wird aber angegriffen von Gelb nur Antonin Kaspar.
Viktor Kuznetsov auf den dritten Platz, Jimmy Nielsen zweiter und Kuznetsov kommt von außen, versucht Jimmy Nielsen anzuziehen, zieht aber schön nach innen rein auf gleicher Höhe. Hervorragend, wie er hier Jimmy Nielsen ausgetrickst hat. Wunderbar von diesem Fahrer, Viktor Kuznetsov. Jimmy Nielsen nun dritter, aber in Führung, klar im Vorsprung Hans Nielsen. Ja, und das stärkt natürlich seine Nerven wieder. Es könnten wichtige Punkte für ihn werden. Denn dann weiß er, ein 3-Punkte-Fahrer Viktor Kuznetsov, sollte er diesen Lauf gewinnen, Hans Nielsen, hat er dann schon geschlagen und hat mit ihm gleichgezogen. Das ist ja wichtig für einen Mann, so etwas zu wissen, dass er einen Fahrer, der in seinem ersten Lauf gewonnen hatte, dass Hans Nielsen diesen schlagen konnte. Es geht in die letzte Runde, in Führung immer noch Hans Nielsen, auf Platz 2 Viktor Kuznetsov, auf den dritten Platz Jimmy Nielsen, abgeschlagen auf den letzten Platz Antonin Kaspar. Nielsen erfreut sich, zog die Maschine etwas hoch. 3 Punkte schreibt er in diesem Lauf, schreibt insgesamt 5 Punkte. 2 Punkte Viktor Kuznetsov, schreibt ebenfalls jetzt insgesamt 5 Punkte. 1 Punkt Jimmy Nielsen, er schreibt 4 Punkte. Bei Antonin Kaspar bleibt es bei 0 Punkten, da er auch in seinem ersten Outing 0 Punkte schrieb. Und es geht weiter mit Hit Nummer 6 an den Start kommen. Mit Rot, Marvin Cox, 1 Punkt schreibt er zurzeit. Dann Tommy Knudsen kommt an den Start. Er schreibt zurzeit ebenfalls 1 Punkt. 0 Punkte Carly Meyer in Weiß. Und Sam Ermolenko ebenfalls 1 Punkt schreibt er. Eine Chance für Carly Meyer in diesem Lauf Punkte zu schreiben. Aber warten wir ab, was Carly Meyer macht. Rot Marvin Cox, blau Tommy Knudsen, weiß Carl Mayer und gelb Sam Ermolenko. Und Carl Mayer, wo ist er? Er zieht hier auf den dritten, aber er fällt auf den letzten Platz zurück. In Führung aber Tommy Knudsen in Führung vor weiß, nicht weiß Carl Mayer auf den zweiten Platz, sondern gelb ist es Sam Ermolenko auf den zweiten Platz und auf den dritten Platz Marvin Cox, nein, der ist auf den letzten Platz. Karl Mayer auf den dritten Platz und Marvin Cox auf den letzten Platz. In Führung Tommy Knudsen vor Sam Ermolenko, Carly Meyer auf den letzten Platz. Marvin Cox, oh, Marvin Cox ergreift an mit dem Vorderrad, fährt er durchs Innenfeld. Karl Mayer, du musst mehr nach innen ziehen. Der Marvin versucht es außen so wie innen. Karl Mayer will ja seinen ersten Punkt jetzt schreiben. Zurzeit hat er noch 0 Punkte auf dem Konto. Der Kampf an der Spitze hat sich nicht groß geändert. Tommy Knudsen weiter in Führung. Und Carly Meyer muss aufpassen. Der Marvin, er kommt von innen, er probiert es hin. Aber diesmal hat Carly schön dicht gemacht. Zieht wiederum nach außen. Muss jetzt nach innen ziehen. Und die Zielgeraden. 3 Punkte Tommy Knudsen. Und jetzt sehen wir es noch. Auf der Zielgeraden hat es Marvin Cox doch noch geschafft, Carly Meyer einen wichtigen Punkt streitig zu machen. Carly Meyer auf den letzten Platz zurückgefallen. Somit 3 Punkte Tommy Knudsen. Schreibt somit insgesamt 4 Punkte. 2 Punkte Sam Ermolenko. Er hat somit insgesamt 3 Punkte. 1 Punkt Marvin Cox war sein erster am heutigen Tage. Und für Carl Mayer bleibt eine 0 am Ende. Noch keinen Punkt hat er an diesem Tag gefahren. Heat Nummer 6 war das. Es geht weiter mit Heat Nummer 7 in Rot. Jan Pedersen, Jano Pedersen, 3 Punkte schreibt er. Dann mit Blau Richard Dolomisiewicz, 1 Punkt hat er auf seinem Konto. Mit Schira in Weiß, 0 Punkte. Amado Castagna in Gelb aus Italien, 1 Punkt. Rot Jano Pedersen, Blau Dolomisiewicz, Weiß mit Schira, Gelb Amado Castagna. Und wer kommt am besten weg? Mit Rot ist es Jano Pedersen auf Platz 1. Mit Blau dann auf dem, mit Gelb ist dann auf dem 2. Platz vorgefahren. Amado Castagna auf den 2. Platz und auf den 3. Platz Richard Dolomisiewicz. Ja, auf den letzten Platz mit Weiß mit Schira. In Führung aber weiterhin Jano Pedersen. Vor Castagna, Dolomisiewicz und mit Schira. Von Jano Pedersen hat sich wesentlich vergrößert. Er braucht fast keinen Gegner zu fürchten.
Das kann ja sicher auf den zweiten Platz, auf den dritten Platz Kolumbisiewicz. Geht es dann auf die Zielgerade. 3 Punkte für. Ja, und da hören Sie den Jubel. Richard Kolumbisiewicz hat es doch noch geschafft, Amado Castagna zu überholen. Aufgrund eines Fahrfehlers. Das konnten wir nicht im Bild festhalten. Somit 2 Punkte Richard Kolumbisiewicz. 3 Punkte aber für Jano Pedersen. 2 Siege heute schon. 6 Punkte insgesamt. 2 Punkte Richard Kolumbisiewicz. Er schreibt 3 Punkte. 1 Punkt Amado Castagna. 2 Punkte schreibt dieser nun. Und ohne Punkt mit Schira. Ebenfalls Mikael Mayer. 0 Punkte. Mit Rot Neil Ibitz am Start. 2 Punkte schreibt er. Erik Gundersen. 3 Punkte in Blau. In Weiß mit 2 Punkten Kelvin Tatum. Und in Gelb Chris Morten. Ebenfalls 2 Punkte. Ja, Erik Gundersen in Blau. Er muss natürlich jetzt wieder zeigen, dass er der berühmt-berüchtige schnelle Starter ist. Mit Rot. Neil Ibitz zieht nochmal zurück. Er muss gegen 3 englische Fahrer antreten. Neil Ibitz, Kelvin Tatum, Chris Morten. Und wer kommt am besten weg? Oh, Erik Gundersen auf den letzten Platz ist er zurückgefallen. In Führung geht mit Rot Neil Ibitz auf den 2. Platz. Mit Weiß ist es Kelvin Tatum. Auf den 3. Platz Chris Morten. Und mit Blau Erik Gundersen auf den allerletzten Platz. Oh, oh, was geht hier vor? Was geht hier vor? Was ist mit Erik Gundersen los? Es war ein miserabler Start, den er uns da gezeigt hat. Und die 3 Engländer, sie versuchen ihn natürlich jetzt abzublocken. Denn für Neil Ibitz oder Kelvin Tatum sieht es ja hervorragend aus. Sie haben 2 Punkte gefahren. Und sollten sie Erik Gundersen hinter sich lassen, so sind sie punktgleich. In Führung Neil Ibitz vor Kelvin Tatum und Chris Morten. Und Erik Gundersen, er bleibt in der Versuch, Chris Morten noch anzugreifen. Aber Chris Morten, wir kennen ja seinen Fahrstil. Er bleibt sehr schön innen, schaut sich immer wieder um, wo ist der Erik Gundersen. Aber jetzt ist der Vorsprung schon wesentlich größer geworden von Chris Morten auf für Erik Gundersen. In Führung aber weiterhin Neil Ibitz vor Kelvin Tatum. Oh, das wären natürlich wichtige Punkte, die hier Erik Gundersen verlieren sollte. Es geht auf die Zielgerade und es wird sich nichts mehr an diesem Ergebnis ändern. Und ich glaube, das ist die erste Sensation, die wir heute hier im Slaznik-Stadion zu Polen sehen. Genauer gesagt sind wir ja hier in Katowice. Und das sind dann, wollen wir einmal Punkte ausdrücken. 3 Punkte für Neil Ibitz, kommt somit auf 5 Punkte. 2 Punkte Kelvin Tatum, schreibt insgesamt 4 Punkte. 1 Punkt für Chris Morten, schreibt somit insgesamt 3. Und sensationell, ohne Punkte, der noch amtierende Weltmeister Erik Gundersen. Er bleibt bei 3 Punkten stehen. Und das ist, glaube ich, doch die erste große Überraschung. Und Hans Nielsen, er wird sich natürlich wundern und freuen. Und machen wir jetzt einmal eine Punkteübersicht mit insgesamt 6 Punkten auf dem 1. Platz. Auch sensationell, Jano Pedersen. Ja, was sollen wir jetzt noch Punkte sagen? Hier sehen wir Jorgen Nocheos vom dänischen Fernsehen mit seinem Co-Kommentator. Leider wissen wir den Namen nicht davon. Wir haben uns sehr hervorragend mit diesen Leuten verstanden. Und auch rechts kommen nochmal ins Bild die beiden tschechischen Teilnehmer, die ganz überrascht waren, dass wir mit unserer kleinen Kamera schon einen Titeladapter, Titel einblenden können. Das konnten sie gar nicht fassen. Sowas können diese Leute noch nicht mal selbstständig in ihrem eigenen Fernsehprogramm. Und umso mehr hat uns dies natürlich erfreut. Wie gesagt, in Führung liegend Jano Pedersen mit 6 Punkten. Auf den 2. Platz Viktor Kuznetsov und Hans Nielsen mit 5 Punkten. Und 4 Punkte schreiben Tommy Knudsen, Jimmy Nielsen und Kelvin Tatum. Dann kommen wir zum Lauf Nummer 9. In Rot Sam Ermolenko. In Blau Chris Morten. In Weiß Jimmy Nielsen. Und in Gelb Jano Pedersen wiederum an Start. Wer kommt am besten weg? Jimmy Nielsen mit Weiß auf den 1. Platz. Auf den 2. Platz Jano Pedersen jetzt. Und auf den 3. Platz Sam Ermolenko. Auf den letzten Platz Chris Morten. Mit Weiß Jimmy Nielsen. Vor Gelb Jano Pedersen. Und Blau ist es doch Chris Morten auf den 3. Platz und mit Rot Sam Ermolenko auf den 2. Platz. Ah, Jimmy Nielsen, dieser junge Fahrer, 20 Jahre, ebenfalls sein allererstes Weltfinale jetzt hier. Noch nie in einem so großen Finale gewesen, außer jetzt natürlich beim Team-Weltfinale, das ja in Schweden, in Boyens und in Bredford ausgefahren wurde. Ah, und er war da schon eine Sensation, denn er fuhr für das schwedische Team die 2. höchste Punktzahl. Aber wie gesagt, sie sind abgestiegen. Ja, da hat Chris Morten einen schweren Fahrfehler. Und da werden sie bald zusammengefallen. Und ja, ist ja ausgefallen Chris Morten. Nein, er gibt noch mal Gas.
Sam Jarmolenko somit auf den dritten Platz. Aber in Führung liegen immer noch Jimmy Nielsen. Das ist natürlich jetzt ein wichtiger Punkt, den Jano Petersen abgeben wird auf die letzte Zielgerade. Und 3 Punkte für Jimmy Nielsen, 2 Punkte Jano Petersen, 1 Punkt Sam Jarmolenko und ohne Punkte Chris Morten. Somit schreiben Jano Petersen, Jimmy Nielsen insgesamt 7 Punkte, Jano Petersen 8 Punkte, Sam Jarmolenko 4 Punkte, Chris Morten 3 Punkte. Weiter geht's im Heat Nummer 10. Schlag auf Schlag ging es hier im Stadion. Das Wetter ließ uns auch nicht im Stich. Startaufstellung Heat Nummer 10. In Rot Calvin Tatum, in Blau Hans Nielsen. Und er weiß, dass Erik Gundersen wichtige Punkte abgegeben hat. Dass jetzt auch Jano Petersen 1 Punkt abgegeben hat. Das ganze Weltfinale ist wieder offen. Und dann mit der Startnummer 15 der polnische Fahrer Richard Dolomisiewicz, der natürlich von seinen Fans hier angefeuert wurde, sobald er einmal etwas weiter vorne war, lag das Stadion ihm zu Füßen. Er wurde angefeuert, er wurde angeschrien, er wurde nach vorne gepeitscht. Und dann unser deutscher Teilnehmer Karl Mayer. Sind wir gespannt, wie er hier abschneidet. Im Lauf Nummer 10. Oh, und ein Fehlstart. Karl Mayer bleibt gleich stehen. Nein, es war kein Fehlstart. Die Startmaschine hat etwas versagt. Rechtzeitig ging das Band nicht hoch. Rehran. Heat Nummer 10, Calvin Tatum rot, Hans Nielsen blau, Richard Dolomisiewicz weiß und Karli Meyer gelb. Lassen wir uns überraschen, was macht Karli Meyer jetzt mit gelb? Hervorragend kommt er weg, zieht auf den zweiten, aber innen mit blau. Calvin Tatum auf den ersten Platz, Hans Nielsen kommt jetzt von innen, bleibt sehr schön innen drin, verschafft es jetzt noch Calvin Tatum abzudrängen. Schade, dass wir jetzt keine Bilder von der Familie Tatum haben. Mit blau ist es jetzt aber Hans Nielsen vor Calvin Tatum. Und auf den dritten Platz Karli Meyer. Sollte es sein erster Punkt werden, den er heute schreibt. Auf den letzten Platz der polnische Fahrer Richard Dolomisiewicz. Und ob Sie es glauben oder nicht, meine Damen und Herren, Karli Meyer, er versucht hier, glaube ich, einen besonderen Kurs zu fahren. Er schaffte es nicht immer, seine Maschine gut durch diese Runden zu bringen. Aber was soll's? Vielleicht wiegt ihm diese Bahn nicht. Er hat schon bessere Rennen gezeigt. Erinnern wir uns nur in Peking. Die Bahn, die ihm ja eigentlich überhaupt nicht liegt, hatte beim Fahrweltfinale 22 Punkte gefahren, war drittbester Fahrer bei diesem Fahrfinale. Man kann nicht jeden Tag eine besondere Leistung zeigen, obwohl wir dem Kalisi natürlich gönnen werden. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Zieleinlauf in Heat Nummer 10. 3 weitere Punkte für Hans Nielsen. Er schreibt somit insgesamt 8 Punkte und hat mit Jano Petersen gleichgezogen. 2 Punkte, Calvin Tatum. Zum dritten Mal belegt er einen 2. Platz. 6 Punkte schreibt er somit insgesamt. 1 Punkt für Karl Mayer, sein allererster am heutigen Tag. 0 Punkte für Richard Dolomisiewicz. Er bleibt bei 3 Punkten. 1 Punkt für Mayer. Ja, hier haben sie es vielleicht im Hintergrund gehört. 1 Punkt für Mayer. Gott sei Dank, hätten wir bald gesagt. In Heat Nummer 11 am Start. Erik Gundersen in Rot. 3 Punkte hat er jetzt auf dem Konto. In Blau Antonin Kasper. 1 Punkt. Amado Castagna. Entschuldigung, 3 Punkte Erik Gundersen. 0 Punkte Castagna. Kasper, 2 Punkte Castagna. 1 Punkt Marvin Cox. Wer kommt am besten weg? Mit Rot ist es Erik Gundersen wieder. Vor Gelb Marvin Cox und Blau auf den, nein, es ist weiß auf den dritten Platz, Amado Castagna. Und auf den letzten Platz, Antonin Kasper. Erik Gundersen, Marvin Cox, Amado Castagna. Und auf den letzten Platz, Antonin Kasper. Oh, da, Castagna fällt auf den letzten Platz zurück. Mit Blau, Antonin Kasper, somit Dritter jetzt. Auch er möchte seinen ersten Punkt am heutigen Tag schreiben. Erik Gundersen, riesengroß ein Vorsprung. Es geht in die letzte Runde für ihn. Er muss versuchen, Punkte zu schreiben. Hat wichtige Punkte abgegeben in dem Lauf, als er nur Letzter wurde. Aber hier zeigt er wieder, aufgrund seines guten Starts liegt er natürlich in der letzten Kurve in Führung. Somit gibt es 3 Punkte für Erik Gundersen,
2 Punkte für Marvin Cox, 1 Punkt Antonin Kaspar und ohne Punkte bleibt der italienische Fahrer Amado Castagna. Somit schreibt insgesamt 6 Punkte nun Erik Gundersen, 3 Punkte schreibt Marvin Cox, 2 Punkte Amado Castagna und 1 Punkt für Antonin Kaspar. Ja, und jetzt geht's wieder richtig rund im Heat Nummer 12. Dort kommen wir an den Start. Hier sehen wir sie schon. Mit der Start Nummer 13. 5 Punkte schreibt der Viktor Kuznetsov. Mit der Start Nummer 4 in Blau. 5 Punkte schreibt er ebenfalls Neil Ewitz. Mit der Start Nummer 10. 4 Punkte schreibt er Tommy Knudsen. Mit der Start Nummer 7. 0 Punkte schreibt er mit Gelb, mit Schira. Sind wir gespannt, wer von diesen 3 Fahrern, die je 5 bzw. 4 Punkte haben, hier einen Sieg nach Hause fahren kann. Wichtig wäre es, vielleicht für Neil Ewitz hier zu gewinnen, denn dann hätte er mit Hans Nielsen und Jano Pedersen gleichgeschlossen, punktemäßig, nach Heat Nummer 12. Denn dann folgt ja, wie immer in einem Weltfinale, eine Pause, die natürlich von uns nicht aufgenommen wird. Aber kommen wir zum Start. Rot Kuznetsov, Blau Ewitz, Weiß Knudsen, Gelb Schira. Wer kommt am besten weg? Mit Weiß liegt Tommy Knudsen in Führung. Auf dem 2. Platz Viktor Kuznetsov, der innen bleibt. Aber jetzt fällt er zurück. Auf den 3. Platz dann mit Blau Neil Ewitz und mit Gelb mit Schira. Wieder weit zurückgefallen auf den letzten Platz. Oh, das war natürlich sehr knapp. Viktor Kuznetsov, ein harter, aber trotzdem fairer, aber draufgängerischer Fahrer. Hier wird aber angegriffen von Blau Neil Ewitz, der auf dem 3. Platz liegt. Ah, Neil Ewitz verschenkt natürlich Punkte jetzt, wenn er nicht mal. Oh, Kuznetsov, haben wir das gesehen, mit dem Vorderrad durchs Grün gefahren. Da muss er aufpassen. Vielleicht kann er auch die Zentimeter gut abschätzen, dass er genau weiß, hier nicht weiter darf ich fahren, sonst werde ich disqualifiziert. Und auf dem 3. Platz kommen wir nochmal zu diesem Fahrer mit Blau Neil Ewitz. Es wäre für ihn besser gewesen, wenn er weiter vorne lägt. Wie gesagt, er hätte bei einem Sieg mit Hans Nielsen und Jano Pedersen gleich schließen können. So sieht es aber aus, dass auf dem 1. Platz Tommy Knudsen im Lauf Nummer 12 abschneidet, 3 Punkte fährt und somit mit 7 Punkten abschließt. Dann auf den 2. Platz der russische Fahrer Viktor Kuznetsov schreibt ebenfalls jetzt insgesamt 7 Punkte. 1 Punkt für Neil Ewitz, der jetzt auf 6 Punkte kommt und mit Schira bleibt bei 0 Punkten. Ja, dann machen wir einmal die Punkteübersicht. Es ist sehr, sehr spannend, können wir nur sagen. Mit insgesamt 8 Punkten auf den 1. Platz liegen Jano Pedersen und Hans Nielsen. Dann folgen mit 7 Punkten, ist glaube ich eine Riesenüberraschung, Jimmy Nielsen aus Schweden mit 7 Punkten, Viktor Kuznetsov aus der Sowjetunion und mit 7 Punkten Tommy Knudsen. Ja, welcher Fahrer schafft es, sich noch weiter nach vorne zu drängen? Mit 6 Punkten dann Neil Ewitz, Erik Gundersen und Calvin Tatum. Mit 4 Punkten Sam Ermolenko, dann 3 Punkte Chris Morton, Richard Dolomisiewicz, Marvin Cox, 2 Punkte Amado Castagna, 1 Punkt Antonin Kaspar, Karl Mayer und auf den letzten Platz mit Schira. Und somit geht es weiter zu den letzten 6 Läufen, zu den letzten 8 Läufen zum Heat Nummer 13 in Rot mit Schira. 0 Punkte schreibt er. In Blau Calvin Tatum, 6 Punkte, dreimal am Start, dreimal 2. Platz. Marvin Cox, 3 Punkte schreibt er in Weiß und in Gelb wiederum am Start. Jimmy Nielsen. Ja, Jimmy Nielsen und Calvin Tatum, sie wittern natürlich noch Chancen. Sie liegen nur 2 Punkte zurück. Und in diesen letzten beiden Outings, die sie ja noch fahren müssen, dieses und im Lauf Nummer 19 kommt nochmal Calvin Tatum an den Start. Im Lauf Nummer 17 Jimmy Nielsen. Könnten sie noch für eine Sensation sorgen? Wer kommt am besten weg? Wie sieht es aus? Mit Blau ist es erstmal Calvin Tatum, der in Führung geht. Jimmy Nielsen ganz außen mit Gelb auf den 2. Platz und auf den 3. Platz mit Rot mit Schira. Sein erster Punkt wird es hier. Und auf den letzten Platz Marvin Cox. Calvin Tatum auf dem 3. Platz.
Alles hervorragend. Dreimal ist er schon Zweiter geworden. Das könnten, sollte er diesen Sieg nach Hause fahren. 9 Punkte werden. Es kann für einen vordersten Platz reichen. Freitagabend, als er mit Familie Kelvin, mit Familie Tätern gemütlich beisammen saßen, sagt uns der Vater, wenn er einen 8., 9. oder vielleicht einen Platz unter den ersten 5 belegen würde, wären sie so zufrieden, würden sich riesig drüber freuen. Denn sie wissen alle ganz genau, liebe Zuschauer, Kelvin Tätern ist nicht gerade einer der beliebtesten Fahrer in England. Er hat es auch in diesem Jahr wieder so gemacht, dass er einen Fahrer, nämlich Martin Cox, fast aus das Weltfinale rausgegangen hat. Zieleinlauf aber in Heat Nummer 13. 3 Punkte für Kelvin Tatum, 2 Punkte für Jimmy Nielsen, 1 Punkt mit Shearer und ohne Punkte Marvin Cox. Das bedeutet, 9 Punkte schreiben Kelvin Tatum und Jimmy Nielsen. 3 Punkte Marvin Cox und der erste Punkt für Mitch Shearer. Ja, Jimmy Nielsen, Kelvin Tatum, die riesengroße Chance ist da. Kommen wir aber zum Heat Nummer 14. Kali Meyer wieder am Start, 1 Punkt hat er insgesamt. Dann Viktor Kuznetsov mit 7 Punkten am Start. Mit Weiß, Erik Gunnarsson, 6 Punkte. Mit Gelb, Jano Pedersen, 8 Punkte hat er. Wir sind natürlich jetzt gespannt, was macht Erik Gunnarsson. Fährt er gegen Jano Pedersen, der ja 2 Punkte Vorsprung hat. Oder lässt Erik Gunnarsson Jano Pedersen Vorrecht. Denn diese beiden, Jan O. und Erik Gunnarsson, sie fahren in der englischen Liga für Cradley, sind sozusagen Mannschaftskameraden. Und wir wissen ja alle ganz genau, welche Differenzen es letztes Jahr mit Hans Niels und Ole Olsen gegeben hat. Wir sind natürlich jetzt gespannt, was Erik Gunnarsson macht. Er hat einen sehr schlechten Start, kommt auf den letzten Platz in Führung mit Gelb ist es Jano Pedersen auf den 2. Platz. Viktor Kuznetsov. Ah, Karl Mayer. Oh, er fällt wieder zurück. Er lässt sich wieder zurückdrängen. Aber er ist noch auf den 3. Noch vor Erik Gunnarsson. Noch vor Erik Gunnarsson, der jetzt von Hause kommt. Den Fahrschnitt kennen wir doch aus England, aus Bradford. Und da ist es geschehen. Karl Mayer auf den letzten Platz zurückgefallen. Aber das ist nicht ganz so tragisch. Gegen diese 3 Fahrer kann man eigentlich nur gut aussehen, nicht schlecht aussehen. In Führung aber weiterhin Jano Pedersen. Und er schreibt, zählen wir zusammen, es wären 8 Punkte plus 3, es wären 11 Punkte. Und dann kommt er im nächsten Lauf Hans Nielsen an den Start, der ja auch 8 Punkte schreibt. Es ist schon fantastisch, wie spannend, wie nervenaufreibend dieses Rennen hier in Katowice, im Slaznik-Stadion ausgetragen wird. Und Zieleinlauf in Heat Nummer 14. 3 weitere Punkte für Jano Pedersen. Er legt zurzeit mit 11 Punkten in Führung dann. Auf Platz 2 Viktor Kuznetsov schreibt ebenfalls 9 Punkte. Dann auf den 3. Platz Erik Gunnarsson. Er kommt auf insgesamt 7 Punkte. Hat keine Chance mehr, seinen Weltmeistertitel zu verteidigen. Somit können wir jetzt schon sagen, es gibt einen neuen Speedway Einzelweltmeister 1986. Karl Mayer bleibt bei einem Punkt. Mehr lag auch in diesem Lauf für ihn nicht drin. Jetzt geht's weiter, Lauf Nummer 15. Und hier wird es wieder sehr, sehr spannend. Denn in Rot Chris Morton, er schreibt zuerst 3 Punkte. Castagna 2 Punkte. Dann Tommy Knudsen 7 Punkte. Und Hans Nielsen 8 Punkte. Wie gesagt, eben haben wir schon angesprochen, die Differenzen zwischen Ole Olsen und Hans Nielsen. Ole Olsen hatte ja Hans Nielsen aus dem Teamverband und dann waren ja auch nicht die besten Freunde, Tommy Knudsen, Erik Gunnarsson sind gute Freunde, aber natürlich zu Hans Nielsen ist irgendwie eine etwas gedrückte Stimmung. Und wer kommt am besten weg? Mit Weiß ist es. Tommy Knudsen auf den ersten Platz, Hans Nielsen, er bleibt innen. Wie schaut es aus? Kommen Sie. Ja, Tommy Knudsen auf den ersten Platz, Hans Nielsen, er bleibt sehr schön innen. Tommy Knudsen kommt weit nach außen hin, Hans Nielsen, er zieht von innen dran vorbei. Oh, da stürzt Tommy Knudsen. Eieieiei. Jetzt sah es natürlich so aus, im ersten Moment, als wenn sich die Maschinen berührt haben. Aber liebe Zuschauer, schauen Sie sich einmal dieses ganz genau an. Spulen Sie die Kassette nochmal zurück und Sie können ganz genau erkennen,
dass Tommy Knudsen, als Hans Nielsen ihn innen überholen wollte, schon die Maschine umlegte. Und wir müssen jetzt gleich noch dabei sagen, es hat noch eine schwere Verletzung hier gegeben. Und hier sehen Sie Erik Gundersen, wie er nach Tommy Knudsen hinläuft. Schön, das machen andere Fahrer auch, aber irgendwie ist das dann immer so im Hinterstübchen, dass man weiß, dass sich, obwohl sie ein Team bilden, diese dänischen Fahrer nicht alle ganz geheuer sind. Ja, Amado Castagna ist in diese fliegende Maschine von Tommy Knudsen gefahren. Das heißt, die Maschine ist von der Bande zurückgesprungen, hat Amado Castagna voll am Bein getroffen. Erst sah es so aus, als wenn es Hans Nielsen gewesen wäre. Und die dänischen Reporter, die hinter uns saßen, standen unter Schock. Aber es war Castagna, der das Bein gebrochen hat. Ja, Tommy Knudsen ist disqualifiziert worden. Dafür kommt dann der Reservefahrer Peter Wandirek am Start. Und, Entschuldigung. Und für Castagna ist natürlich Wandirek am Start. Aber kommen wir zum Rehran, die Nummer 15. Hans Nielsen sofort natürlich in Führung gegangen. Und somit ist die Spannung natürlich jetzt riesengroß. Auf den ersten Platz Hans Nielsen, auf den zweiten Platz Peter Wandirek und auf den dritten Platz Chris Morten. Ja, der Chris Morten könnte hier schöne Punkte noch schreiben, sollte er noch. Peter Wandirek, oh, da schafft er es auch schon. So innen dran vorbei. Ganz kurz war es im Bild zu sehen. Die Kamera bleibt etwa stehen. Nein, Chris Morten immer noch auf den dritten Platz. Der versucht es jetzt von außen, bleibt aber weiterhin auf der dritten Position. Peter Wandirek zum ersten Mal am Einsatz heute. Chris Morten wiederum da aus. Aber jetzt zieht er nach innen. Jetzt könnte er schaffen, gleiche Höhe. Ah, hervorragend, wie Chris Morten das gemacht hat. Peter Wandirek jetzt somit auf den dritten Platz. Hans Nielsen wird ihn fast ganz vergessen. Mit riesen Vorsprung. Sie haben den Kameraschwenk gesehen. Drei wichtige Punkte. Und er schreibt damit 11 Punkte und zieht mit Jan-Ove Pedersen gleich. Ja, das ist fantastisch. Alles entscheidet sich. Schauen wir einmal auf den weiteren Gegner. Im allerletzten Lauf, dann muss Hans Nielsen gegen Jan-Ove Pedersen fahren. Aber Punkteverteilung im Heat Nummer 16. Entschuldigung, Heat Nummer 15. 3 Punkte Hans Nielsen, 2 Punkte Chris Morten, 1 Punkt für Peter Wandirek, der ja als Reservefahrer für Amado Castagna auf die Bahn kam. Ohne Punkte Tommy Knudsen, der disqualifiziert worden war. Ja, Tommy Knudsen hat sich dann noch eine große Phase erlaubt. Vor lauter Ärger, dass er disqualifiziert wurde, ist er mit einem Wheelie durch Start- und Zielwand gerast. Was natürlich eine anschließende Strafe auf sich zog. Vielleicht 500 oder 1000 Mark. Kommen wir zum Heat Nummer 16. Mit Rot Antonin Kaspar, mit Blau Sam Ermolenko, mit Weiß Neil Ibitz und mit Gelb Richard Dolomisiewicz. Ja, der Name klappt ja jetzt doch schon etwas besser. Schauen wir gespannt auf das Startband. Es geht hoch. Wer kommt am besten weg? Mit Blau jetzt sehr schön innen. Sehen wir es jetzt. Blau, hervorragend hier. Mit Gelb ist es aber erstmal Richard Dolomisiewicz auf dem ersten Platz. Auf dem zweiten Platz mit Blau Sam Ermolenko. Auf den dritten Platz mit Rot ist es dann Antonin Kaspar. Dolomisiewicz in Führung, das Volk ist tot. Sie können es zwar nicht direkt hier hören. Ich habe jetzt extra nichts gesagt. Sie können sich nicht vorstellen, was hier los war in dem Stadion. Dolomisiewicz auf den ersten Platz, wird aber angegriffen von Sam Ermolenko. Und auf den dritten Platz mit Weiß Neil Ibitz und Jan Sam Ermolenko. Er blieb sehr schön innen. Da drängt er natürlich den Richard Dolomisiewicz auf den zweiten Platz zurück. Hervorragend von Sam Ermolenko. Aber auch von diesem jungen polnischen Fahrer, der die totale Unterstützung von dem Publikum hatte, der hier fantastische Läufe zeigt. Und er muss natürlich jetzt aufpassen, dass nicht noch Neil Ibitz, Daniel Ibitz, er verliert auch hier wieder wichtige Punkte, dass er nicht noch gegen Neil Ibitz einen Punkt verliert. Zieleinlauf aber im Lauf Nummer 16. 3 Punkte Sam Ermolenko, der somit insgesamt 7 Punkte schreibt. 2 Punkte Richard Dolomisiewicz, er kommt auf insgesamt 5 Punkte. Und das polnische Volk, es feiert ihn trotzdem, dass er erst 5 Punkte hatte. Ja, hören Sie sich das genau an. Tja, und dann 0 Punkte Antonin Kaspar, er bleibt bei einem Punkt. Ja, dann können wir mal wieder eine Übersicht machen. Und die Spannung, sie ist riesengroß. Ja, leider kann man es hier schlecht drauf erkennen. Ich gebe es Ihnen einmal so. Auf Platz 1 mit je 11 Punkten Jan-Ove Pedersen und Hans Nielsen. Auf Platz 3 mit 9 Punkten Kelvin Tetem, Jimmy Nielsen, Viktor Kuznetsov.
Dann haben wir mit 7 Punkten Erik Gundersen, Tommy Knutzen, Sam Ermolenko, Neil Ewitz. Mit 5 Punkten Richard Dolomisiewicz, Chris Morten. Mit 2 Punkten Amado Castagna. Mit 1 Punkt mit Schira und Antonin Kastor. Karl Mayer, er hat ebenfalls erst 1 Punkt. Ja, und jetzt wird die Spannung natürlich riesengroß. Im Heat Nummer 17 natürlich am Start jetzt mit Rot Jimmy Nielsen, der 9 Punkte schreibt. Mit Blau Erik Gundersen, der 7 Punkte schreibt. Mit Weiß Richard Dolomisiewicz, 5 Punkte hat er auf dem Konto. Und mit Gelb Tommy Knutzen, 7 Punkte schreibt er insgesamt. Ah, der Startmarschall. Er versucht natürlich, die Fahrer schnellstmöglich ans Startband zu bekommen. Aber wir wissen es ganz genau, es wird immer wieder versucht. Vor, zurück. Das kennen wir aber schon. Was soll's? Die Fahrer, sie stehen jetzt am Startband. Wer kommt am besten weg? Und mit den roten, oder ist es mit dem weißen Helmkappe? Mit der gelben Helmkappe auf dem ersten Platz, Tommy Knutzen. Tommy Knutzen auf dem ersten Platz. Auf den zweiten Platz mit Rot ist es Jimmy Nielsen. Auf den dritten Platz mit Weiß Richard Dolomisiewicz. Und auf den letzten Platz Erik Gundersen. Oh, das ist natürlich ein sehr, sehr schlechtes Ergebnis. Ah, Erik Gundersen. Er weiß, dass er kein Weltmeister mehr werden kann. Ja, und jetzt sehen wir ihn auch schon gar nicht mehr im Bild. Er hat einen Ausfall. In Führung, aber weiterhin im Lauf Nummer 17 Tommy Knutzen vor Jimmy Nielsen und Richard Dolomisiewicz. Letzte Runde wird angezeigt für Tommy Knutzen, der hier mit riesigen Pfiffen natürlich in diesem Lauf empfangen wurde, da er ja mit einem Wheelie das Start- und Zielband durchfuhr. Aber Ziel im Lauf im Heat Nummer 17. 3 Punkte, Tommy Knutzen schreibt somit insgesamt 10 Punkte. Und wir können es hier einmal sagen, Tommy Knutzen schloss auf den insgesamt 6. Platz ab. 2 Punkte, Jimmy Nielsen, er hat zurzeit 11 Punkte, aber es kann ein Stechen geben. Dann 1 Punkt, Richard Dolomisiewicz mit 6 Punkten schloss er auf einem sehr guten, für ihn sehr guten 11. Platz ab. Und Erik Gundersen, Ausfall, insgesamt schrieb er diesmal nur 7 Punkte, schließt als amtierender Weltmeister auf den 10. Platz ab. Ja, dann kommen wir zum Heat Nummer 18. Ja, hier der polnische Fahrer wird nochmal von seinen Fans jubelnd verabschiedet. Dann zum Heat Nummer 18 mit Rot. Antonin Kaspar schreibt 1 Punkt. Mit Blau, Karli Meyer schreibt 1 Punkt. Mit Schira mit Weiß 1 Punkt. Und Chris Morten 5 Punkte in Gelb. Wer kommt am besten weg? Ja, Karl Mayer, sehr schön bleibt er hinten. Auf den zweiten Platz liegt er in Führung an Chris Morten. Auf den dritten Platz dann mit Schira. Und auf den letzten Platz dann zurückgefallen Antonin Kaspar. Mit Weiß aber jetzt mit Schira auf den letzten Platz. Antonin Kaspar dritter. Chris Morten, Karli Mayer, Antonin Kaspar und mit Schira. Ja, für mit Schira eine ganz, ganz schlechte Ausgangsposition. Und er wird auch, sollte er diesen letzten Platz belegen, insgesamt auf einem enttäuschenden 16. Platz bei diesem Speedway Einzelweltfinale abschneiden. Ja, Karl Mayer, endlich mal 2 Punkte vielleicht. Auf den dritten Platz Toni Kaspar, auch er sehr, sehr schlecht. Wie schon immer die kontinentalen Fahrer unter ferner liefen, bis natürlich auf Viktor Kuznetsov. Aber Zieleinlauf im Heat Nummer 18, 3 Punkte Chris Morten, er schreibt insgesamt 8 Punkte und schloss auf einem 8. Platz ab. 2 Punkte Karli Mayer, der somit insgesamt 3 Punkte schreibt und mit diesen 3 Punkten noch auf einem 12. Platz abschloss. 1 Punkt für Antonin Kaspar. Mit 2 Punkten schloss er auf Platz 14 ab. Und ohne Punkte mit Schira. Er bleibt bei insgesamt 1 Punkt. Und blamabel
auf dem allerletzten, auf den 16. Platz, schloss er ab. So, meine Speedwheel-Freunde, jetzt geht es richtig dabei, denn jetzt kommt man in den Start. Amado Castagna nicht, es ist wieder Peter Wandirek in Rot, nicht Amado Castagna. Dann Kelvin Tatum, 9 Punkte schreibt er. Viktor Kuznetsov, 10 Punkte. Sam Ermolenko, 7 Punkte. Unter diesen drei Fahrern, beziehungsweise unter Tatum, Kuznetsov, kann der zweite oder drittplatzierte ausgemacht werden. Ja, und in Führung gegangen ist wiederum Kelvin Tatum. Kelvin Tatum auf den ersten Platz mit Gelb. Sam Ermolenko auf den zweiten Platz. Viktor Kuznetsov mit Weiß auf den dritten Platz. Oh, Kelvin Tatum, das wären 12 Punkte. Das könnte ein Platz auf den Tretken sogar bedeuten. Ja, es ist hervorragend. Es ist hervorragend. Kelvin Tatum auf dem ersten Platz. Aber auf den zweiten Platz Sam Ermolenko. Und auf den dritten Platz Viktor Kuznetsov. Auf den letzten Platz Peter Wandirek. Ja, Kelvin, noch 2 Runden sind für dich zu fahren. Mit der Startnummer 12. Vielleicht schließt er mit 12 Punkten dann auch ab. Hätte er vielleicht Startnummer 13 oder 14 gehabt, wäre vielleicht aufs Treppchen weiter nach vorne gekommen. Ja, sehr weit außen bleibt der. Sam Ermolenko greift nochmal an, obwohl Sam Ermolenko nicht mehr ins Geschehen mit eingreifen kann um die Titelvergabe oder um Platz 2 und 3. Versuchte natürlich Kelvin Tatum noch wichtige Punkte abzunehmen. Aber der Vorsprung hat sich vergrößert. Es geht auf die Zielgeraden hier. Kelvin Tatum, er schaut noch einmal. Und die Punkte, die er in diesem Lauf nach Hause gefahren hat, es sind jetzt insgesamt 12 Punkte. Und das bedeutet zumindest schon mal Platz Nummer 3. Und das ist, glaube ich, für Kelvin Tatum selbst eine Riesenüberraschung. Damit hatte wohl keiner gerechnet. Wie gesagt, Prognosen, der Vater sagte, wenn mit viel Glück Platz 5, eher Platz 8 bis 10. Ja, und wir blenden jetzt einmal gleich, glaube ich, Familie Tatum ein. Die Mutter, sie freute sich, Freudentränen standen in den Augen. Vater Kelvin Tatum daneben, er gibt, die Mutter ist die Dame mit dem Hut, links daneben der Mann mit der Brille, Vater Tatum. Wie gesagt, zu diesen beiden hatten wir ein fantastisches Verhältnis. Wir haben sehr gut miteinander sprechen können. Aber, meine Damen und Herren, nun ist es soweit. Der alles entscheidende Lauf 1986 beim 42. Einzel-Speedway-Weltfinale im Slasny-Stadion in Katowice in Polen. Hans Nielsen in Rot, 11 Punkte. Marvin Cox in Blau hat insgesamt 3 Punkte. Jano Pedersen, Punkte gleich. 11 Punkte mit Hans Nielsen und mit Gelb. Neil Ewitz, 7 Punkte hat er. Es ist noch sehr viel offen. Es ist noch sehr viel offen. Sollte Hans Nielsen nur einen Punkt fahren, wäre punktgleich mit Kelvin Tatum. Jano Pedersen, sollte er einen Punkt nur fahren, wäre er ebenfalls punktgleich mit Kelvin Tatum. Aber lassen wir uns überraschen. Wann geht der Startband hoch? Wer kommt am besten weg? Ist es Hans Nielsen mit Rot? Ist es Hans Nielsen, der in Führung geht? Auf den zweiten Platz mit Weiß ist es Jano Pedersen, Hans Nielsen, Jano Pedersen, Neil Ewitz und auf den letzten Platz Marvin Cox. Jetzt sind wir gespannt. Hält die Maschine. Oh, kleiner Aussteiger von Hans Nielsen mit dem Vorderrad durchs Innenfeld. Es ist erlaubt, es ist erlaubt. Er kann so fahren. Hans Nielsen in Führung. Jano Pedersen auf den zweiten Platz, auf den dritten Platz mit Gelb, dann Neil Ewitz und auf den letzten Platz Marvin Cox. Noch 2,5 Runden für Hans Nielsen. Dann stände er als Weltmeister fest. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Noch kann irgendetwas an der Maschine kaputt gehen. Noch kann er einen Fahrfehler haben. Noch kann Jano Pedersen aufholen. Und es wird, aber schauen Sie sich den Vorsprung an, riesengroß. Fast hätte ich gesagt, ist schon der sichere Sieg. Und Hans Nielsen, er schaut sich da jetzt um und sucht Jano Pedersen. Wo kann er sein? Das innere Gefühl, es drückt. Er weiß, ich stehe kurz vor meinem ersten Einzelweltmeistertitel, den ich mir so lange wünsche. Zweimal hat mir Erik Gundersen ihn weggenommen. Letztes Jahr durch leicht John Cook. Und hier steht es fest, wir haben einen neuen Einzelweltmeister 1986. Und dieser heißt, und das freut uns ganz besonders, aus Dänemark, Hans Nielsen, der hier von Jano Pedersen gratuliert wird. Und ich, meine Damen und Herren, möchte Ihnen einmal auch eine etwas niederschmetternde Mitteilung machen, nachdem wir uns mit Hans Nielsen dann in unserem Hotel, im Novotel in Sosnowitsch, wo wir übernachtet haben, getroffen hatte, hat er uns erzählt, dass nicht Erik Gundersen, dass kein Ole Olsen und dass auch kein Tommy Knutsen nach ihm hingekommen sind und ihm gratuliert haben. Und das,
obwohl ein dänischer Fahrer Einzelweltmeister geworden ist. Nur Jan O. Petersen hielt es für nötig und er hat sich mit Hans Nielsen über diesen Titel gefreut. Und hier haben wir ihn, den neuen Speedway-Einzelweltmeister 1986. Hans Nielsen aus Dänemark. Mit insgesamt 14 Punkten schloss er dieses Weltfinale ab. Und eine Freude stand ihm ins Gesicht geschrieben. Und uns freut es genauso. Und hier der Einzige, der vom dänischen Team gratulierte, Jan O. Petersen, der sensationell auf Platz 2 mit 13 Punkten abschloss. Vize-Weltmeister, wie gesagt. Und auf den dritten Platz, die Kamera schwenkt drüber. Sensationell für uns wiederum. Ein freudestrahlender Kelvin Tetem. Und die drei Mannschaften auf Platz 1, wie gesagt, Hans Nielsen erfährt für Oxford. Auf Platz 2, Jan O. Petersen erfährt für Kretli. Und auf Platz 3, Kelvin Tetem, der in Coventry fährt. Sie bekamen sehr schöne Geschenke. Hier ist ja in Polen, wir kennen es ja, jedes Mal wieder gibt. Und jetzt lassen wir einmal den Ton etwas leiser werden. Hier sehen wir nochmal alle drei Fahrer. Hans Nielsen, Jan O. Petersen, Kelvin Tetem. Kommen wir zur weiteren Punkteverteilung. Auf Platz 4, und das ist auch sensationell. Ein Weltfinale, was sensationell endete. Mit Platz 4, Jimmy Nielsen, 11 Punkte. Platz 5, bester kontinentaler Fahrer, Viktor Kuznetsov. Mit 11 Punkten. Auf Platz 6 mit insgesamt 10 Punkten Tommy Knudsen. Auf Platz 7 mit 9 Punkten Sam Ermolenko. Auf Platz 8 mit 8 Punkten Chris Morten. Auf Platz 9 ebenfalls 8 Punkte Neil Ewitz. Auf Platz 10 abgeschlagen mit 7 Punkten Erik Gundersen. Auf Platz 11 Richard Dolomisiewicz mit 6 Punkten. Auf Platz 12 dann doch noch Karli Meyer mit 3 Punkten. Auf Platz 13 haben wir dann Marvin Cox, ebenfalls 3 Punkte. Platz 14, Antonin Kaspar, 2 Punkte. Platz 15 für den verletzten Amado Castagna, der ja einen Beinbruch sich zugezogen hat. Und auf den letzten Platz mit einem Punkt schließt ab mit Schira. Aber hier sahen wir nochmals den Weltmeister, jetzt den Zweitplatzierten erstmal, Jan O. Petersen. Gespannt hören Sie der dänischen Nationalhymne zu. Und wir, meine Damen und Herren, wir dürfen uns schon mal verabschieden. Hier Kelvin Tetem, den wir natürlich hier auch auf diesem Wege für den Rest der Saison, natürlich nicht nur diesem Fahrer, allen Fahrern, die hier am Weltfinale teilgenommen haben. Hier hatte Hans Nielsen vor lauter Freude, hat er schon gedacht, die dänische Nationalhymne wäre zu Ende. Und Hans Nielsen wollte den Hut aufsetzen. Wir verabschieden uns vom Weltfinale aus Katowice, HJK Speedway Video.